Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir haben gestern keine gute Nachricht bekommen. Und ich musste auch echt einen Tag mal, oder eine Nacht besser gesagt, mal drüber schlafen. Also gestern war ich war gestern ehrlich gesagt enttäuscht. Und auch ein bisschen sauer, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben gestern viel hin und her telefoniert. Michael ist übrigens in Amsterdam für 2 Wochen. Der lässt euch schön grüßen. Ich hatte Michael gebeten letzte Woche schon, bitte rufe doch nochmal an im Autohauskult und frage, ob es beim 6.7. bleibt. Wollte er nicht so richtig. Er sagt, naja, die haben vielleicht viel zu tun jetzt durch Corona. Alles verschiebt sich, jeder will was. Und es ist ihm halt unangenehm und wollte er nicht unbedingt. Dann habe ich aber ihn so lange bekniet und Gott sei Dank habe ich das gemacht, dass er gestern dann angerufen hat und gefragt hat. Und ja, die Aussage ist, ihr glaubt es kaum, aber es ist wirklich wahr, unser Malibu geht jetzt erst in Produktion. Ich habe am Telefon gesagt, was? Wie jetzt? Der geht jetzt erst in Produktion. Gut, jetzt habe ich ja schon wieder gedacht, erstmal bei Fiat oder so. Nein, also wahrscheinlich hat Fiat jetzt erst liefern können und er kann jetzt erst produziert werden. Gut, und dann, ich mich dann erstmal gesammelt habe und so, ja, wie lange dauert denn so eine Produktion? Ja gut, also die Produktion dauert circa 1,5 bis 2 Wochen. Ich so, oh Gott, okay. Ja, und aber ob der Malibu bis Ende Juli da ist, das steht in Frage, weil es geht mehr oder weniger um den Transport und das müsste ja dann erst passen und weil die ja dann immer mehrere Autos haben wahrscheinlich, wo die dann angeliefert werden, wo sich das in der Umgebung eben auch lohnt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also wir haben dann echt wirklich erstmal hin und her telefoniert. Ich brauchte dann auch mal ein paar Minuten, wo ich mich gesammelt habe und dann habe ich gesagt, es geht so nicht. Es geht nicht. Ich muss das familiär planen. Die Testtour Ende Juli habe ich schon vor 14 Tagen fest gebucht, weil ich ja hier jemanden brauche für meine familiäre Situation. Ich brauche eine 24-Stunden-Pflege. Und das zu bekommen, das ist so schwer, ist so eine Organisation notwendig. Also und rumfragen und machen und tun. Ich bin so froh, dass ich jemanden gefunden habe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ja, und ich sage, ich kann die nicht nochmal dann eine Woche später buchen. Das geht nicht. Kann diese Pflegekraft nicht nochmal eine Woche später buchen. Der muss Ende Juli da sein. So, also wir haben dann rausgefunden, oder beziehungsweise es wurde rausgefunden, also die Extras werden also schon im Werk eingebaut. Das heißt, Autohaus Kult braucht nichts mehr groß einbauen. Er geht nur, weiß nicht, ob die noch Kleinigkeiten machen oder irgendwas. Auf jeden Fall geht er nochmal in die Werkstatt. Da wird dann wahrscheinlich nochmal abgenommen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die auch nochmal durchgucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann könnten wir ihn sofort holen. Michael dann also nochmal mit denen gesprochen und hat dann auch ganz deutlich gesagt, dass das so nicht geht. Das ist die 3. Verlängerung, ohne dass wir informiert werden. Also nur, weil wir anrufen und nachhaken, erfahren wir überhaupt mal irgendetwas. Und das kann nicht sein. Und da hat sich der gute Mann dann auch dafür entschuldigt und hat gesagt, es tut ihm wirklich leid und er hatte das nicht mehr auf dem Schirm, weil wir hatten ja vor 14 Tagen angerufen, also wo wir das letzte Video hier rausgebracht hatten, hatten wir angerufen, ich glaube, das ist sogar schon 3 Wochen her, und nochmal nachgehakt, ob wir wirklich Ende Juli planen können, weil es eben aus organisatorischen Gründen wichtig ist, dass ich das weiß. Ich muss das 5 bis 6 Wochen vorher wissen. Und dann hat man mir zugesichert, gar keine Frage, Ende Juli können wir alles planen, bis dahin ist er dicke da. Gut, so, jetzt haben wir ein anderes dickes Ergebnis, ne? Und das hat dann Michael ihm auch nochmal gesagt. Er sagte, ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das stimmt. Und also er würde sich jetzt ransetzen, er würde sofort auch nochmal mit Slowenien und mit dem Werk dort vor Ort telefonieren. Und er kriegt das irgendwie hin, dass der so schnell wie möglich von dort eben hierher geliefert wird. Und wir haben ihm jetzt gesagt, am 27. April. 27. April ist das Äußerste, also länger, also später geht nicht. Und das haben sie uns jetzt erstmal also insofern zugesichert, dass er gesagt hat, also wir sollen uns nicht aufregen, wir sollen ruhig bleiben, er kriegt das irgendwie hin und das wird schon klappen. Wird schon klappen. Das ist ja mal eine total coole Zusage. Ja,
Also wir haben aber keine andere Chance, indem dass wir nur hoffen können und beten können, dass alles in Ordnung geht. Eine andere Möglichkeit haben wir halt einfach nicht. So, und jetzt ja, ist es so, dass wir halt eben warten und nächste Woche wollen wir uns nochmal zusammen telefonieren und hören, wie der Stand ist. Wenn er vorher was weiß, würde er uns vorher anrufen. Und ansonsten Anfang nächster Woche werden wir uns nochmal zusammen telefonieren und horchen, wie die Lage ist. Ja, also es ist so schade. Es ist einfach so schade, weil man freut sich auf so ein Auto. Und irgendwie wird einem die Freude immer wieder irgendwie kaputt gemacht. Weil, ja, es ist jetzt die dritte Mal, wo es eben verlängert wird. Beim ersten Mal hat man natürlich völliges Verständnis. Im Mai hat erst alles aufgemacht. Wir wussten das, dass das nichts wird. Also damit haben wir also total gerechnet. Dann hieß es, Mitte Juni kommt er eben nach Pirna. Und dann hieß es, nee, aus Mitte Juni wird auch nichts. Also der kommt Anfang Juli und jetzt ist es halt eben offen. Und jetzt geht er sogar erst in die Produktion. Und naja, also das trübt so ein bisschen dann die Freude, muss man ganz ehrlich sagen. Aber uns bleibt, wie gesagt, nichts anderes übrig und wir müssen jetzt einfach uns immer noch in Geduld üben und hoffen vor allen Dingen, dass es so bleibt. Und dass wir fahren können, dass wir die Testtour machen können. Ich möchte nicht einfach wirklich mit dem Auto vom Werk losfahren in Urlaub. Also da habe ich keine Lust drauf, mir irgendwie den Urlaub vermiesen zu lassen, falls irgendwelche Fehler auftreten. Ja, wir haben nur einen Jahresurlaub dieses Jahr und da habe ich wirklich also keine Lust drauf. Das andere ist auch, dass ich eigentlich mit meiner Mutti gerne mal noch vielleicht eine kleine Kurztour gemacht hätte. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, ob das geht. Weil ihr Zustand wird ja im Laufe der Zeit auch nicht besser. Das geht ja eher rückwärts anstatt vorwärts. Und da läuft mir auch so ein bisschen die Zeit davon. Irgendwann ist der Sommer vorbei. Und ja, gut, das ist auch nochmal so eine kleine persönliche Enttäuschung dann für mich gewesen. Ich wollte eigentlich im August, hatte ich mit der Mutti eine kleine Tour vorgehabt. Und ja, muss man halt gucken, ob das jetzt geht oder halt eben nicht. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, beobachten wir euch weiter bei euren schönen Reisen und gucken ganz neidisch zu. Auf Facebook oder auf YouTube. Und ja, freuen uns aber auch über eure Inspiration und über eure Reisen und freuen uns mit euch. Und ja, nehmen halt einfach da ein bisschen was Positives mit. Und ja, wir wünschen euch natürlich jetzt wieder mal eine schöne Zeit und schöne Reisen und haltet Abstand und bleibt gesund. Das haben wir ja uns jetzt schon so oft gewünscht, aber das kann man ja auch nicht oft genug sagen. Vor allen Dingen, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man auch die Regeln einhält, weil ja Corona einfach nicht vorbei ist, sondern es da ist. Und es wird wahrscheinlich eher sogar noch mal schlimmer werden, anstatt dass es weg ist. Ne? Muss man sich auch immer wieder ein bisschen verinnerlichen. Also von daher, euch allen ganz viel Gesundheit, schöne Touren. Ja, mehr können wir euch leider im Moment nicht bieten und uns selber auch nicht. Also Ende Juli, wir hoffen, ihr seid dann dabei. Wir sagen euch dann nochmal vorher Bescheid. Sollte es irgendwelche Änderungen geben, auch. Also wir informieren euch nochmal vorher. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und wir sagen jetzt einfach mal bis bald. Liebe Grüße nochmal auch von Michael und bis zum nächsten Mal. Daumen drücken, bitte. Please. Bitte, bitte. Daumen drücken.